Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, leider ist die VR-News-Sendung gestern ausgefallen, deshalb mache ich hier dieses kleine Video, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Ich sollte es sowieso wahrscheinlich mal öfters machen, zu besonderen Anlässen, dass man ein kleines Video raushaut. Ja, die VR-News-Sendung ist ausgefallen gestern, mal wieder. Ich hoffe, dass es im neuen Jahr besser wird. Ich hatte echt hier viel zu tun und da ist der YouTube-Kanal zu kurz gekommen, kann man sagen. Soll natürlich besser werden, aber ihr habt auch mitbekommen, ich twitche ja jetzt auch, also ich zeige Gameplays, VR-Livestreams auf Twitch und ich musste feststellen, dass erstmal Twitch eine super Plattform ist, um live zu streamen. Die Livestreams sehen besser aus, also von der Bildqualität her, obwohl ich eine geringe Bitrate nutzen kann als auf YouTube. Bei Twitch ist es 6000, bei YouTube ist es 9000, was man maximal nutzen kann und trotzdem sehen die Livestreams auf Twitch besser aus. Also das erstmal dazu. Auf Twitch sollen aber nicht nur VR-Gameplays kommen, sondern auch Flat-Gameplays, das habe ich auch schon gezeigt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt, mal auf die Twitch-Plattform geht, mir da auch folgt. Ist eine echt coole Livestream-Plattform, macht mir auch Spaß dort. Aber nichtsdestotrotz bleibt mein YouTube-Kanal, mein Mutterkanal, sage ich einfach mal. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch die Twitch-Gameplays sehen. Die laufen mit 24 Stunden Verzögerung, weil es nicht anders geht. Aber auch die ganzen Gameplays werden hier weiterhin laufen und die News-Sendung sowieso. Dann zur News-Sendung alle zwei Wochen kommt dann im Wechsel die News-Sendung und dann auch ein VR-Koop-Gameplay mit Chris Reality. Und ich hoffe auch euch. Also da hoffe ich, dass wir coole Gameplay-Sessions machen. Pavlov gibt es ja, was man mit mehreren Leuten spielen kann. Es gibt Project Cars und so. Also da gibt es einige Möglichkeiten, die wir zusammen machen können. Und das ist so fürs nächste Jahr auch so ein bisschen geplant. Ist jetzt am Ende des Jahres ja so langsam angelaufen, aber das kommt auf jeden Fall jetzt noch. Und das erstmal dazu. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Habt eine tolle Zeit mit eurer Familie, mit Freunden und habt ganz tolle, ruhige Tage und bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist erstmal das Wichtigste. Also da kann man auch Geschenke, Geld und sonst was für direkt wegschmeißen. Wenn man gesund bleibt, ist das A und O und ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube vor Silvester werde ich mit Sicherheit nochmal mich zeigen im Livestream oder so, aber falls wir uns jetzt nicht mehr sehen sollten, guten Rutsch ins neue Jahr. Mann, habe ich fast verpasst. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und feiert schön, auch wenn Böllerverbot ist draußen. Aber auf Böller habe ich sowieso nicht mehr so viel gegeben. Das ist meiner Meinung nach Geldverschwenderei. Von daher, habt aber auch da ein schönes Fest in besinnlicher kleinen Runde, leider dieses Jahr. Aber geht halt nicht anders, Corona-mäßig. Und dann bin ich jetzt mal draußen. Ihr könnt noch meinen Pulli hier bewerten unter den Kommentaren. Ist der nicht geil hier mit Bommelnase? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Er musste einfach sein. Finde ich einfach cool. Ein Geschenk von meiner Freundin gewesen. Da muss man den auch zu so einem Anlass dann auch anziehen. Ja, Leute. Nochmal, habt frohe Weihnachtstage. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.